Yo, ist Mr. Mike. Ich habe ein paar Infos zum Geben. Und zwar möchte ich dieses Jahr noch ein paar Städte besuchen. Die Städte, die ich mir zu meinem Kopf vorgemerkt habe, wo ich unbedingt hin will. Nummer 1 auf jeden Fall, wo ich hinfahren werde. Für einen Tag wahrscheinlich nur. München, auf jeden Fall, ganz sicher. Graz habe ich noch drinnen, um Tommy Hawk zu besuchen. Ne? Da mal gucken, was da geht. Toppers auschecken und vielleicht mit Tommy ein paar Körbe werfen. Habe ich auch in den Kommentaren gelesen, sind einige aus Graz am Start bei mir, unter den Abonnenten, München natürlich auch. Des Weiteren habe ich noch Berlin und Hamburg im Kopf. Möchte ich diesen Sommer, der Sommer ist schon vorbei, dieses Jahr noch auschecken. Übers Wochenende nur. Mal gucken, wie viel Zeit mir bleibt. Ein langes Wochenende wäre natürlich noch besser, weil es ist halt doch, nach Hamburg sind es 860 Kilometer, Berlin sind 660 Kilometer, Graz weiß ich nicht genau, München ist eh ein Katzensprung sozusagen. Also daher, ja. Wenn ihr jetzt wissen wollt, wo ich aktuell unterwegs bin, dann bitte folgt mir auf Instagram, Mr. Mike Production, weil das wird auch oft eine spontane Aktion auch werden, wo ich halt kein Video drüber auf YouTube mache, das werde ich dann nur auf Instagram machen und dann seht ihr, hey, Mike sitzt im Auto, fährt jetzt nach München, Mike sitzt im Auto, fährt jetzt nach Berlin, Mike sitzt im Auto und fährt jetzt zum Kacken. Was weiß ich, was Mike gerade macht oder demnächst. Deshalb, Instagram Nummer 1, nur da seid ihr wirklich top aktuell auf dem Laufenden, was ich gerade mache. Und ja, ihr könnt mir gerne Feedback geben, wo ich sonst noch hinkommen sollte, könnte. Ich weiß ja, Stuttgart, viele Leute wollen mich in Stuttgart sehen, aber Stuttgart ist leider jetzt erstmal nicht auf meiner Liste, weil ich halt diese anderen Cities in meinem Kopf habe, in meinem Herzen auch so ein bisschen, da muss ich einfach hin, da will ich irgendwie hin, weißt du, das ist jetzt Nummer 1. Wenn ich die abgehakt habe, so, dann Stuttgart, Düsseldorf, Köln und noch so noch vielleicht, was weiß ich, Schweiz auch. Ich habe so viele Städte im Kopf, wo ich hin will. Aber da ich mir das alles selber finanzieren muss, das ist auch so ein Ding. Und ja, jetzt sagen einige Leute, Mike, komm zu mir, kriegst was zum Essen, darfst bei mir schlafen. Ja, ist auch nett, ist schön. Vielen Dank dafür, ist es nicht. Weißt du, klar, Benzin, aber trotzdem, es ist alles mit Kosten und Zeitaufwand verbunden. Ich habe meine kleine Tochter, die muss ich mitnehmen. Die muss ich beim Zocken untergebracht haben, weil die hat keinen Bock, hier 5 Stunden am Spielfeldrand zu sitzen und mir zuzuschauen. Das ist ja ganz klar, ne? Ein kleines Kind hat da keinen Bock drauf, versteht ihr? Also das sind eigentlich Faktoren, die man mitbedenken muss. Ihr wisst, was ich meine. In Hamburg und Berlin zum Beispiel hätte ich jemanden für meine Kleine, die aufpassen können, ne? Family und so. Da ist das was anderes, weißt du, da ist die untergebracht. Sind alles Punkte, die ich berechnen muss. Und wenn jetzt ein anderer sagt, Mike, komm doch mal hierher, kriegst ein Ei und 5 Euro. Nein, Mann. Nein, leider nicht. Vielen Dank fürs Ei. Vielen Dank für die 5 Euro. Es ist ja lieb gemeint, aber nein, kann ich mir so leider nicht leisten, weil YouTube-Business, ich bin nicht big im Business. Ne? Ich muss schauen, wo ich bleibe. Ist leider so. Ansonsten, ja, keine Ahnung. Ich sage eh immer vielen Dank für den Support. Jeder, der mein Merch kauft, da mal ein bisschen Werbung für. Ne? Mein Merch, das T-Shirt zum Beispiel, gibt es nur auf Instagram. Wenn ihr mich privat anschreibt, kann ich so offiziell nicht verkaufen. Leider kriege ich Probleme mit. Aber so hier einfach für freundschaftliche Zwecke, ja, sehr gerne. Deshalb Instagram Nummer 1. Ihr wisst Bescheid. Und ansonsten war es das auch schon wieder. Genug gelabert. Seid gespannt, wo es mich demnächst hin verschlagen wird. Ich habe Bock, Cities zu besuchen, mit Leuten zu zocken und so. Support, ja, auch immer wieder gerne. Auch wenn ich hasse es, wenn man sagen müsste, ach, gib mir bitte Geld für Benzin oder was weiß ich, so schmarotzermäßig. Ja, einige Leute nehmen das wirklich als schmarotzermäßig auf, weil die arbeiten gehen, selber nicht um die Runden kommen, denken, Mike, was willst du jetzt hier Kohle haben, damit du kommst, du? Dich will eh keiner sehen, wisst ihr? Es gibt so ein paar Assis, die selber mehr Assis sind, als man selber jemals sein könnte, aber wollen dann sich so hinstellen, als wären sie gar nicht so Assi und derjenige ist Assi, weil er Geld fürs Benzin haben will. Weißt du, was ich meine? Also diese Assis, ja. Kommentare da lassen, was für Assis hier unterwegs sind. Und ansonsten, ja, vielen Dank für den Support, für alles Mögliche, die mein Merch gekauft haben in den letzten Wochen, Monaten. Ey, Hammer. Hammer. Schöner kann man mich gar nicht supporten. Und ja, ansonsten supporten, Daumen nach oben, Mundpropaganda, sagen, hey, check mal Mr. Mike aus, der macht coole Videos oder was weiß ich. Oder check Mr. Mike aus, der macht scheiß Videos. Hayden, Daumen nach unten, das ist auch schon geiler Support. Ne, die Hater, ja, könnte auch mehr Hater geben. Echt, auch die Hater sind produktiv, weißt du, das ist halt das. Ich sehe das ganz anders, ich bin da in einem anderen Level drin mittlerweile. Wurscht, vielen Dank fürs Zuschauen, euer Mr. Mike, Instagram. Brrr.